Sonne und die Laudatio. Jetzt wird es ernst, Michael. Ich habe mal jemanden mitgebracht. Zwei Leute. Bevor es losgeht, das ist vielleicht auch ein positives Zeichen. Dieses Eichhörnchen, das ist immer dabei, es hat keinen Namen. Dann habe ich so eine neue Regel eingeführt vor ein paar Monaten. Immer die erste Gruppe in der Woche, mit denen ich unterwegs bin, die dürfen entscheiden, wie das Eichhörnchen eine Woche lang heißt. Von Montagmorgen bis Sonntagabend. Und vor kurzem war ich in einem Kindergarten in einem, wie soll man sagen, spannenden Viertel in Aachen. Die haben entschieden, das Eichhörnchen heißt eine Woche lang Mohammed. Das fand ich so toll. Okay, gehört ja gar nicht hin, aber ein Stück. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Elisabeth und lieber Horst Meinen. Es gab schon leichtere Reden, die ich halten durfte, sollte, musste. Aber es ist mir auch eine Ehre, hier zu stehen und zu euch zu sprechen. 2 Jahre Zwangspause, jetzt wird zum zweiten Mal der Arnoldus-Preis verliehen. Gerhard hat ein bisschen erklärt, ich habe von eurer Webseite auch noch ein bisschen was geklaut. So wie Arnold von Arnoldsweiler vor 1200 Jahren der Legende nach die Bürgerwälder, fälschlicherweise meist Hambacher Forst genannt, für die Menschen in der Region vor dem Zugriff der Mächtigen rettete, so soll dieser Preis auf jene Bemühungen aufmerksam machen, die den Wald heute vor sinnloser Zerstörung durch eine unzeitgemäße Energiepolitik und kurzsichtigen Interessen schützen. Der Preisträger im Jahr 2022 ist Steffen Meinen. Sonne, das war und ist sein Name im Wald. Ich habe mit Elisabeth telefoniert, das ist noch gar nicht so lange her. Und habe sie gefragt, wo der Name herkommt, ob Steffen ihn vielleicht vorher schon trug, woher diese Assoziation kommt. Und ihre Antwort war, als Steffen geboren wurde, am 11. September 1991, da war das Lächeln schon da, hast du beschrieben. Er war von Anfang an unser Sonnenschein. Dann habe ich Menschen gefragt, Eva zuerst und andere, was fällt euch als erstes ein, wenn ihr an Steffen denkt? Und eigentlich, es war fast überall wortgleich, das Lachen, der offene Blick, die Freude, das Strahlen, immer Offenheit, immer auch eine große Ernsthaftigkeit. Dann saß ich an meinem Schreibtisch vor dem Bücherregal, habe ein bisschen geguckt, dann habe ich ein Buch gefunden. Dieses Buch, das steht da rum, ich habe selten reingeguckt, aus irgendeinem Bücherschrank mal mitgenommen, es gibt keine Zufälle. Im Licht der Sonne, Schönheit, Mythos und Symbolik. Und da steht in der Einleitung, meistens steht die Sonne für alles Positive, für Optimismus, Frohsinn, Heiterkeit des Gemüts, für Schönheit, Glück, Liebe, Lebenslust, Gesundheit, für Hoffnung, Trost, Überwindung der Dunkelheit und die Besiegung der Gefahr, auch für Wärme und Geborgenheit. Wir haben schon gehört, Steffen war seit dem Wintersemester 2015 und 16 Student an der Kunsthochschule für Medien an der KHM. Und da stehen viele Sachen auf der Website, da musste ich das gar nicht umschreiben, ich habe das einfach mal kopiert. Steffen begegnete seinen Mitmenschen stets unvoreingenommen und offenherzig. An der KHM wurde er geschätzt als zuverlässiger Helfer und als in alle Richtungen interessierter Ansprechpartner, der seine Meinung offen und klar zum Ausdruck brauchte. Er war dabei immer respektvoll und konstruktiv. Steffens Ziel war, oder ein Ziel von Steffen war es, die Gesellschaft mit seinem Einsatz gerechter, toleranter, rücksichtsvoller zu machen. Und in seiner Kunst sah er ein Instrument, das diesen persönlichen Einsatz vervielfachen konnte. Es war Frühjahr 2017, da begann Steffens Engagement im und um den Wald herum. Er lernte die Menschen im Wald kennen, die Menschen, die im Wald lebten und dadurch dessen Rodung verhindern wollten. Und dann hat er formuliert, hat eine Projektskizze angefertigt und hat geschrieben, das ist er jetzt selber, trotz der Bedrohung herrscht in den Bauhausdörfern eine ganz besondere Atmosphäre. Die BesetzerInnen sind hierarchiefrei organisiert. Jeder Mensch steht für sich selbst und handelt eigenverantwortlich und mit Respekt für seine Mitmenschen. Gegenseitige Achtsamkeit, Rücksichtnahme und Kommunikation derer sind selbstverständlich.
Es scheint zu einer Art utopischen Geist zu gehören, dem ein Mensch im Hambacher Wald spürt, der die BesetzerInnen in freundlicher Absicht besucht. Steffen, das war seine Arbeit, arbeitete an einem Dokumentarfilm über die Klimabewegung im Hambacher Wald. Und dieses Stück wurde als seine Diplomarbeit genehmigt. Nochmal Zitat Steffen. Der Hambacher Wald ist ein wunderschöner, ruhiger und friedlicher Ort, wenn man nicht die Bagger hört. Wenn wir in den Wald kamen, und wir waren oft im Wald, trafen wir Steffen fast immer mit seiner Helmkamera. Und diese Bilder, die bringen bis heute dem Betrachter das Leben in und mit den Bäumen näher. Und hier sehen wir eine ganze Menge. Steffen war Beobachter. Er sympathisierte mit der Sache der Aktivistinnen. Und für ihn war immer ganz wichtig das Verständnis und die Menschlichkeit auf beiden Seiten des Konflikts. Ganz eindeutig war er auch in der Ablehnung jeglicher Gewalt gegen Menschen. Und dann kam es 2018. Wir haben alle unterschiedliche Erinnerungen. Der Konflikt spitzte sich total zu zwischen den Aktivistinnen auf der einen und RWE, Polizei und Landesregierung Nordrhein-Westfalen auf der anderen Seite. Und so verschob sich auch die Rolle des Beobachters. September 2018 Räumung. Und Steffen sah es als seine Aufgabe, unmittelbar Bericht zu erstatten. Unmittelbar, so nah dran, wie er konnte. Und da entstand dieser Nickname, dieser Name Vergissmeinnicht. Und so hat er Texte und Videos aus dem Wald in die Welt gebracht. Und er war nicht alleine, er hatte Unterstützung von der Universität. Es waren Kommilitonen, Kommilitoninnen da, die auch filmten. Die meisten am Boden und Steffen oben in den Baumaussiedlungen. Es kam auch daher, dass er die Polizei oft gehindert hat, am Boden unterwegs zu sein. Also ging er nach oben und das konnte er auch gut. Es gibt ein Foto, das ist wohl das letzte Foto, was es von ihm gibt, im September 2018. Da sieht er anders aus, er hat einen anderen Ausdruck als der, den wir kennen. Er ist angespannt, sehr müde. Und das hat auch einen Grund. In den Tagen zuvor, ich meine, viele haben es erlebt, was da los war im Wald, was da alles passiert ist. Die Menschen waren zum großen Teil traumatisiert. Es wurde Tag und Nacht gearbeitet. Die Menschen waren übermüdet, sie wurden aber weiter angestrahlt mit diesen riesigen Scheinwerfern. Und die Arbeit mit den Kerzensägen ging eigentlich rund um die Uhr weiter. Und das kann man auf diesem Gesicht, auf diesem Foto ansehen. Ja, und dann kam der 19. September. Auf einer Verbindungsbrücke ist ein Brett, ein Querholz gebrochen. Und das ist auch schwer zu erklären. Für Steffen stand die Sicherheit ganz im Vordergrund und er war immer gesichert. Und in dem Moment war er offensichtlich nicht gesichert. Und natürlich sucht jeder und speziell die Eltern suchen nach Erklärungen. Und eine Erklärung vielleicht ist, Steffen hat geäußert mal, es ist, wenn wir in der Nähe sind, also die Beobachter, die Presse, die Fotografen, wenn wir nah dran sind, dann greift die Polizei nicht so hart durch. Und es gab offensichtlich einen Vorfall in der Nähe und er wollte schnell dahin. Ja, und dann ist dieser Unfall passiert. Er stürzte in die Tiefe und verstarb an der Unfallstelle. Ja, jetzt haben wir Juli 2022, 4,5 Jahre später. Der Goethe hier ist, der gleich noch singen wird, hat auch immer gesungen, Hambi bleibt. Und wir haben immer gesagt, auch wenn dieser wandernde Wald irgendwann weg sein sollte, was er glücklicherweise nicht ist, Hambi bleibt in den Köpfen der vielen, vielen Menschen, die da waren in all den Jahren, die getan hatten, was sie konnten. Und ich habe so das Gefühl, für Steffen gilt das genauso. Steffen bleibt auch. Er bleibt bei uns. Und ich bin sicher, wenn er das hier sehen würde, er würde sagen, hey, schön, dass ihr da seid und dass ihr weitermacht. Er würde wahrscheinlich auch, er war bescheiden, du hast mir das beschrieben, kommt vielleicht noch ein bisschen mehr. Den Preis nehme ich an, aber nicht für mich alleine, sondern stellvertretend für ganz viele Menschen auf der ganzen Welt, die sich einsetzen, oft unter höchstem Risiko, hier ja, für den Erhalt der Schöpfung oder für all das, was an Lebensgrundlagen da ist. Steffen war sehr bescheiden, du hast es erzählt, hat wenig erzählt, hat sein tolles Engagement gar nicht irgendwie nach außen gekehrt. Eine kleine Begebenheit, dass er gesagt hat, ja, ich wollte nur sagen, ich habe mein Vordiplom. Da kam irgendwann mal so am Rande, gar nicht irgendwie, hey, ich habe meinen. Und dann hast du auch erzählt, er war ganz stolz, als er dann den Presseausweis gekriegt hat, ne, vom Journalistenverband. Das war für ihn nochmal so ein Anschub, jetzt kann ich ganz nah dran. Das war für ihn ein ganz wichtiger Meilenstein, war eine der wenigen Sachen, die er so nach außen auch euch vermittelt hat. Ja, Steffen hat immer nachgefragt, er wollte immer den Dingen auf den Grund gehen. Er hat immer, immer weiter gefragt, das habt ihr auch ja eigentlich so ein bisschen ähnlich geschildert. Und da steht eigentlich ein schönes Zitat auch in diesem Buch, ein Sprichwort aus dem 14. Jahrhundert.
Es ist nicht so fein gesponnen, es kommt doch ans Licht der Sonne. Das passt eigentlich gut dahin. Ja, wie gesagt, ich habe mit Elisabeth telefoniert. Das war auch ein ganz spannendes Gespräch. Und was du mir geschildert hast, das ist auch toll. Du sagst, Steffen ist da. Die Energie ist da, Steffen ist da. Du hörst ihn, du träumst von ihm. Du hörst, dass er sagt, ich bin nicht tot. Und das Gefühl habe ich auch, wir waren heute war unser 99. Waldspaziergang und wir waren an der Stelle, das war heute einfach angebracht an der Unfallstelle, an der Erinnerungsstätte. Und das ist so ein toller Platz und wir haben da nicht gequatscht, wir waren einfach da. Und man sieht dieses Bild, dieses tolle Bild, was Roxana gemalt hat und da ist genau dieses Gefühl da, hey, toll, dass ihr da seid, dass ihr weitermacht, jeder an seinem Platz. Du hast ihn noch ein bisschen beschrieben, er war, Steffen war super naturverbunden, war meistens barfuß unterwegs, immer geprägt von großer Naturliebe, aus Überzeugung Veganer. Ja, und du hast auch beschrieben, es war für ihn undenkbar, einen Blumenstrauß zu pflücken. Das ging gar nicht, ne? Die Blume, die Pflanze musste da weiter wachsen. Ja, liebe Elisabeth, lieber Horst, ich habe ganz viel Respekt vor euch, vor eurem Einsatz. Ihr habt mir geschildert, du hast mir geschildert, es gibt noch was zu Ende zu führen, im Sinne von Steffen. Steffens Energie, etwas zu bewegen, lebt in euch, in dir weiter. Ihr scheut keine Auseinandersetzung, egal mit welcher Landesregierung, mit wem auch immer. Ich glaube, das kann ich hier sagen, wo ich hier stehe, der heilige Arnold von Arnsweiler, der wäre stolz auf euch und auf euren tollen Sohn. Und, liebe Bürger, ich gratuliere euch zur Auswahl des diesjährigen Preisträgers. Menschen, die das nicht mehr ausgehalten haben, die Repressionen, die stattgefunden haben. Kurz einen Moment der Stille. Klimaaktivisten im Hambacher Wald leben und gegen dessen Rodung zum Zweck der Braunkohlegewinnung demonstrieren. Als Maler, Performer und Filmer ging er dem Konflikt um die Klimagerechtigkeit auf den Grund, mit hohem persönlichen Einsatz. Mitten in seiner Arbeit, die Vorgänge während der politisch gewollten und polizeilich angeordneten Räumungsaktion zu dokumentieren,
kam Steffen am 19. September 2018 zu Tode. Steffens Ziel war es, die Gesellschaft mit seinem Einsatz gerechter, toleranter, rücksichtsvoller zu machen. Und in seiner Kunst sah er ein Instrument, das diesen persönlichen Einsatz vervielfachen konnte. Ja, und heute am 17. Juli, am Vorabend des Arnoldustages, dem Tag des heiligen Arnold Zweiler, dem Stifter und Beschützer der Bürgerwälder, verleiht die Initiative Bührer für Bührer dem Journalisten, Künstler und Filmer Steffen Mein in Würdigung seines selbstlosen Einsatzes den Arnoldus-Preis 2022. Bühr am 17. Juli 2022. Sonst übergeben wir das. Aus tiefstem Herzen auch im Namen meines Mannes für diese wunderbare Ehre, für die große Ehre, für unseren wunderbaren, offenherzigen Sohn Steffen. Ich danke euch allen, die jetzt gerade gesprochen haben und ihm so viel Ehre entgegengebracht haben durch diese Worte. Und ihr habt Steffen schon etwas kennengelernt. Durch Worte, die er nicht kannte, aber eben auch durch die Worte. Und ich danke auch Ihnen, Herr Büttgen, dafür, dass wir diese Schweigeminute hatten. Denn ich weiß ganz genau, Steffen würde sagen, oh krass, super, aber nicht für mich alleine. Das, was Sie gesagt haben. Und dass wir im Gedenken an alle Menschen, die sich dafür einsetzen, für die Natur, für die Umwelt, und für die Ungerechtigkeiten und die politischen Fehler, die gemacht werden, dass wir auch an diese Menschen denken. Und Steffen hat nie etwas für sich alleine in Anspruch genommen. Dazu war er viel zu bescheiden. Steffen hat auch Gedichte geschrieben. Und ich möchte gern ein Gedicht auch vorlesen. Und ich finde, das passt sehr gut. Sehr gut zu Ihrem ganzen Engagement, was Sie schon, wie ich höre, seit Jahrzehnten hier durchführen. Vom Ende und vom Neubeginn. Dunkle Wolken ziehen auf. Ich spüre, ein Sturm steht uns bevor. Veränderung nimmt ihren Lauf und nichts wird sein, so wie zuvor. Ein Sturm wird kommen, der uns alle übermannt. Dem nichts und niemand kann entfliehen. Wir fegen übers ganze Land und Tod und Leben mit sich ziehen. Verwüstung wird das Land regieren, an Flecken, wo einst Leben war. Und Demut wird dort dominieren, wo Überheblichkeit geschah. Die, die einst herrschten, werden sterben. Für Todgeglaubte auferstehen. So manchem bringt der Sturm Verderben. Doch andere mit Gewissheit werden dort,
wo sie einst sind erschlafft, mit neuem Leben, neuer Kraft, mit Energie, die Leben schafft, gereinigt aus dem Sturm rausgehen. Und das haben sie schon die ganzen Jahre gemacht, auch immer wieder, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gab oder Schwierigkeiten zu überwinden gab, dann fand ich, passt das sehr gut. Das hat der Steffen am 28.01.2012 geschrieben. Das waren damals schon so seine Gedanken. Und ich möchte so ein paar Worte sagen aus der Kindheit von Steffen. Ich glaube, dass Steffen mit einer unglaublichen Weisheit geboren ist. Also sie hatte sie nicht von uns, muss ich sagen, diese Lebensweisheit, weil ich also von meinem Charakter auch anders bin als Steffen. Zwar sehr seelisch, sehr ähnlich, aber so, ich bin eher diejenige, die so, das auch noch. Und Steffen hat immer gesagt, Mama, du kennst den Menschen nicht oder die Menschen. Du musst erst mit diesen Menschen reden, du musst ihn kennenlernen. Er hat nicht über die Menschen geredet, sondern hat mit den Menschen geredet und hatte eine unglaubliche Gabe, die Menschen miteinander zu verbinden und in den Gesprächen eine Sensibilität, Stimmungen zu erfüllen. Also in jeder Familie kommt ja schon mal Konfrontation oder Spannung vor. Wenn er das gespürt hat, auch als Kind, dann kam er immer und hat die Hände aufeinander gelegt, unsere Hände. Oder hat gesagt, Dreierbutzi, und damit sollte alles gut sein. Also er war ein sehr harmoniebedürftiger Mensch auch. Und was auch schon gesagt wurde, er hatte vor allen Menschen Respekt. Und Steffen hatte einen ganz tiefen Glauben in sich. Einen tiefen Glauben, dass er behütet ist. Und wir hatten den genauso, den tiefen Glauben, dass Steffen behütet ist. Und wir haben 2 Stunden, bevor das passiert ist, haben wir noch miteinander geschrieben. Und ich habe ihm noch geschrieben, Steffen, bitte pass auf. Und er hat geantwortet, mache ich. Und Petra vom Jungen Theater und die auch an der KHM arbeitet, die hat ihn am Montag gesehen mit einem strahlenden Gesicht, voller Freude und Leichtigkeit, und sie hat ihm zugerufen, Steffen, pass auf, und er hat geantwortet, ich bin behütet. Er war so überzeugt davon, dass er behütet ist, und dann ist dieses passiert. Plötzlich ist die Frage für uns immer wieder auch, warum, aber da gibt es keine Antwort. Ich weiß, dass Steffen nicht will, dass wir traurig sind. Ich weiß auch, dass Steffen möchte, dass wir, soweit es in unseren Möglichkeiten steht, nicht wegschauen, unseren Mund aufmachen und unsere Stimme auch erheben bei Ungerechtigkeiten. Und, Entschuldigung, warte einen Moment. Steffen hat, ich habe das in seinen Aufzeichnungen gefunden oder Unterlagen, Steffen hat sich mit allen Gruppierungen unterhalten und war auch dann in Leverkusen. Er hat ja in Leverkusen Obladen gewohnt, und wenn da irgendwelche Stände waren von Pegida oder die Republikaner oder so, er hat sich mit den Menschen unterhalten, weil er wissen wollte, wie diese Menschen denken und warum die Menschen dann so handeln. Und in seinen Aufzeichnungen hat er geschrieben, die Menschen, die sich als Christen sehr hervortun, und da hat er denen zur Antwort gegeben, Jesus hat gesagt, lasse die Kinder zu mir kommen. Und für Steffen war Jesus, ja, ein Mensch, eine Person, die er sehr bewundert hat und Vorbild für Steffen war. Und ich bin davon überzeugt, und das haben wir mit Steffen auch damals darüber gesprochen,
Wenn Jesus heute leben würde, wäre er auch im Hambacher Wald gewesen. 100%. Ich fühle Steffen sehr häufig und ich spreche mit Steffen, was schon gesagt wurde. Und trotzdem ist einfach die Traurigkeit, weil es unser einziges Kind auch ist und er uns so viel Liebe gegeben hat. Steffen hat bedingungslos geliebt. Die Menschen, auch wenn er diesen Menschen nicht nahe stand, die Natur und die Tiere. Und wenn ich von Politikern immer wieder höre, entschuldigen, dass ich mal politisch werde ein bisschen, aber es geht nicht anders, dass sie Bewahrung der Schöpfung, das höre ich hier in Nordrhein-Westfalen, also des Öfteren. Ich kriege zu viel. Wo ist da Bewahrung der Schöpfung? Steffen hat es wirklich gelebt. Er ist ja Veganer geworden, was du schon auch sagtest, weil er nicht wollte, dass Lebewesen wegen ihm leiden. Er hat sich mit den Polizisten unterhalten und wenn er etwas wissen wollte, schon als Kind, hat er immer gefragt, Mami, wie mache ich das? Mami, warum? Da habe ich manchmal gedacht, 30 Mal am Tag, Junge, jetzt in einem Moment nicht. Und das ist so geblieben. Und das ist ja nur zum Vorteil für ihn in seinem Leben, dass er ja, seinen Widerstand gezeigt hat, und zwar einen verbalen Widerstand. Und er hat den Ausspruch geprägt, das ist auf einem wunderschönen Bild vom Steffen, also Foto, da sitzt er so da, Gedanken verloren und seine Aussage war, nur denken ist härter als kämpfen. Es gibt Menschen, ich weiß, sind schon mal hochgegangen, nein, aber man muss einfach mal darüber nachdenken. Und so hat Steffen auch gehandelt. Er hat also wirklich jede körperliche Konfrontation abgelehnt. Die Petra Clemens ist leider nicht da, die wollte gerne kommen, die kennt den Steffen schon sehr lange und hat ihn als erwachsenen Menschen eigentlich viel besser und intensiver kennengelernt als wir, denn sie hat das Junge Theater in Opladen oder leitet das Junge Theater in Opladen und arbeitet auch an der Kunsthochschule. Und ich habe hier einen Text gefunden, was sie über Steffen geschrieben hat. Ich würde den gerne vorlesen, weil eben das nochmal so von einer anderen Seite ein bisschen beleuchtet. Es überkreuzt sich zwar, aber gut. Steffen, ich hatte das Glück, Steffen kurz vor seinem Abi zu treffen und im Jungen Theater besser kennenzulernen. Später im Kulturausbesserungswerk und an der KHM. Und so durfte ich ihn ein Stück seines Lebens begleiten. Steffen, lieber Steffen, anfangs wolltest du Schauspieler werden, aber da war schon immer so viel mehr. Theater spielen, inszenieren, anfangen Performances basteln, zeichnen, malen, komponieren, in Bands spielen und Filme machen. Leidenschaftlich, kompromisslos, nachdenklich. Mit den Gedanken ständig beim nächsten Projekt. Und immer hast du die Menschen mitgerissen. Da, wo Steffen länger mit Menschen zusammen war, war Familie. Liebe, und ich meine das nicht abgedroschen, ich meine Liebe, die das Herz erwärmt und einen von innen strahlen lässt. Du hast einem das Gefühl gegeben, nicht alleine zu sein. Und du hast dich wirklich, wirklich für dein Gegenüber interessiert, aufrichtig und offen. Das ist kitschig und pathetisch, aber auch das warst du, Steffen, voller Inbrunst, manchmal zum Augenverdrehen. Und du hast dich immer eingesetzt, mutig, mit deinen Fragen zum Nachdenken und Diskutieren angeregt. Du hast uns gezwungen zu argumentieren, die eigenen Gedanken neu zu ordnen, weil du dich nicht zufrieden gegeben hast. Mit einem, so ist das halt. Folgerichtig bist du in die N8 gezogen, dem einst besetzten Haus mit Streiterinnen gegen die Bayer-Giftmülldeponie.
dein Dokumentarfilm über die N8 muss nur noch gemischt werden. Also darüber hat er einen Dokumentarfilm gedreht. Später wurdest du und das Ensemble des Jungtheaters ein Künstlerhaus für Leverkusen. Ein Raum für gebündelte Kreativität. Und als das nicht klappte, weil die Stadt nicht wollte, seid ihr einfach alle zusammengezogen und habt die WG, die neu gegründet. Ein legendärer Ort mit 68er-Charme. Aus dem Kulturausbesserungswerk, dem autonomen Zentrum in der Stadt, warst du sowieso schnell nicht mehr wegzudenken. Und, dass du in der Kunsthochschule direkt zum Stupa gegangen bist, war logische Konsequenz. An jedem dieser Orte hast du großartige Menschen getroffen und vernetzt. Du hast vegan gelebt, weil du niemals wolltest, dass jemand deinetwegen leidet. Und daraus entstand die weltbeste vegane Mayo, an der niemand vorbeikam. Okay, ich lese es trotzdem vor. Es sollte jetzt nicht so ein Eigenlob sein. Er hat dann geschrieben, liebe Elisabeth, lieber Horst, diese wunderbaren Dinge konnten nur passieren, weil ihr Steffen immer unterstützt habt, egal wie verrückt seine Ideen waren. Ich weiß, dass es nicht immer leicht für euch und für Steffen war. Da waren auch Sinnkrisen und Zweifel. Aber mit dem Hamburger Forst hatte eine Aufgabe wieder Sinn. Ich bin sicher, gesehen zu haben, Steffen, dass du in deinen letzten Tagen glücklich warst. Und dann passierte das Unfassbare. Aber es bleiben Bilder. Wir alle haben Bilder von dir vor Augen, weil du so präsent warst. Ich sehe dich auf mich zukommen, barfuß, mit wehenden Haaren und einem immer größer werdenden Lächeln, die Arme zu einer Umarmung ausgestreckt. Wenn ich mich hier umsehe, ist das auch schön. Steffen wäre glücklich, euch alle hier zu sehen. Er würde sowas sagen wie, hey, schön, dass ihr alle da seid, lasst uns zusammen was starten. Er würde sich wünschen, dass wir alle aufeinander zugehen und uns kennenlernen. Offen und aufrichtig. Lasst uns die Tatsache, Steffen zu kennen, die uns alle verbindet und immer verbinden wird, zum Anlass nehmen, zusammen für eine bessere, gerechtere Welt zu streiten, mehr zu lieben und aufeinander aufzupassen. Wir erinnern uns mit einem Lächeln an dich, Steffen. Wir vergessen dich nicht. Ich habe etwas zusammengestellt, was ich euch lieben alle zeigen wollte. Und habe mir gedacht, okay, hier sieht man Steffen im Alter von 26 und 26 Jahren. Und damit sie nochmal so ein Bild bekommen von Steffen. Also da war Steffen 10 Jahre alt, da war er 22. Und man sieht hier, er hat die Natur geliebt und meistens mit einem Lächeln. Da wollte er nicht fotografiert werden, deswegen schaut er so ein bisschen mürrischer. Und ich hatte dieses Bild vergrößern lassen und dann laminieren lassen, jetzt erst gestern. Und da sagte der junge Mann in dem Geschäft, da haben Sie Ihren Strahlemann. Und das zeigt dieses Bild. Das habe ich jetzt nicht größer. Das ist ein Tag davor, also am Mittwoch, ist er ums Leben gekommen. Am Dienstag hat er dieses Bild aufgenommen, das war auf seiner Handykamera. Man sieht ihn dann noch etwas zuversichtlicher. Und von Dienstag auf Mittwoch wurde ja dieser Wald oder diese Stelle da in Beachtown beschallt und beleuchtet. Und das ist das, wo du davon gesprochen hast. Von diesem, wo Steffen ganz mitgenommen aussieht. Also anders als auf den anderen Bildern. Es hat ihn unglaublich mitgenommen. Und ich weiß es von einer Journalistin, die mir gesagt hat, es wurden ja diese Wege,
also um die Wege zu, in den Wald zu führen für diesen Polizeieinsatz, musste ja auch gerodet werden, diese Bäume, und das hat ihn auch sehr mitgenommen. Und die haben beide zusammen geweint, sagte sie. Ja, wir verneigen uns nochmal ganz aus tiefstem Herzen vor Ihnen allen, was Sie geleistet haben mit ganz viel Mut, mit Durchsetzungsvermögen, mit Ausdauer und ich bin überzeugt, auch mit einem tiefen Glauben, dass man etwas bewirken und schaffen kann, wenn man beharrlich bleibt und wenn man zusammenhält und wenn man die Idee oder nicht die Idee, ist keine Idee, wenn man den Gedanken, die Natur zu erhalten, ein bisschen was dazu beitragen, dass der Klimawandel vielleicht gestoppt wird. Und der Gedanke, dass es nicht sein kann, dass Konzerne einfach Landstriche ausbeuten, Landstriche kaputt machen. Und dass sie in diesem energetischen Zusammenhalt so viel bewirken und leisten. Und auch natürlich an die Menschen, die im Wald wohnen. Von ganzem, ganzem Herzen unseren tiefsten Dank. Mir gibt es ganz viel Mut, dass Eltern da sind, für ihren Sohn sprechen, ihren Sohn nochmal uns in Erinnerung rufen, bestell ihm viele Grüße, wenn du das nächste Mal mit ihm sprichst. Ich glaube, er nimmt es auch so von uns mit, er wird es mitbekommen. Ich glaube, es gibt uns allen Mut, dass solche Eltern ihren Sohn so in der Öffentlichkeit auch zeigen, eine Sonne in ihm zeigen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, viele wissen das hier vielleicht gar nicht, dass das nicht nur Erinnerung ist, sondern es ist auch etwas anderes. Ihr habt einen Brief geschrieben an die Politik, ihr habt einen Brief geschrieben an den Innenminister Reul. Es sind so wahre Worte, so tiefgreifende Worte, die für die Klimabewegung unglaublich wichtig waren, die wenige Tage, nachdem das passiert ist, dass ihr überhaupt die Kraft gehabt habt, diese Worte zu schreiben. Und das ist so unglaublich wichtig und das ist etwas, was uns alle, glaube ich, verbindet. Es geht um Emotionen, es geht um Fragen, es geht darum, wenn wir wirklich diesen Planeten retten wollen, dann geht das nur mit Menschen wie Steffen, mit Menschen wie euch, mit Menschen, die heute Abend da sind, damit Steffen eben die Ehre bekommt, die er wirklich verdient hat. Danke euch. Schaffst du das bloß? Und weit an den Sie, die Sonne,
Leben.